Shadow. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. وأشهد. وأشهد. أن. أن. محمدا. محمدا. رسول. رسول. Allah. Allah. Das war mein Glaubensbekenntnis. Ich bin jetzt stolzer Moslem. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mein lieber Bruder Khaled. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie geht's dir? Alhamdulillah. Alles gut? Sehr schön, danke. Auch selbst hoffe ich. Ja, Alhamdulillah, alles gut. Alhamdulillah, barakallahu fikum, möge Allah dich und deine Familie reichlich belohnen. Du hast uns sehr herzlich empfangen hier. Alhamdulillah. Sehr schönes Wetter, sehr schöner Tag. Alhamdulillah. Genau. Wir haben für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, das Video nochmal eingeblendet von deiner Konversion. Von deiner Konversion. Erzähl mal, was war das für ein Tag für dich? Ne, das war ja was, das war ja sehr wahrscheinlich, das ist ein großer Moment für dich gewesen. Mhm. Warst du am Abend vorher schon schlafen mit der Absicht, morgen werde ich den Islam annehmen? Oder war das etwas, was sich im Laufe des Tages entwickelt hat? Wie bist du, mit was im Bauchgefühl bist du morgens aufgestanden? Wie bist du abends das erste Mal als Muslim, wie hast du dich schlafen? Wie war der Tag für dich? Wie hast du das erlebt? Ja, man muss das Ganze etwas Revue passieren lassen, circa eine Woche zurück. Als ich begonnen habe, heimlich zu beten. Ja? Und jedes Mal, wenn meine Frau mit dem Hund spazieren gegangen ist, habe ich gebetet. Ja. Ich hatte einfach das Bedürfnis, ich muss jetzt wieder beten. Ich habe ein paar Jahre vorher auch gebetet. Und nach ein paar Tagen habe ich es meiner Frau dann gesagt. Und habe gesagt, pass auf, ich verrichte das Gebet. Und sie, okay, welches Gebet verrichtest du? Ja. Und ich sage, ja, das islamische Gebet. Ich habe mich aber zu dieser Zeit noch an keine Gebetszeiten gehalten, weil ich sie eigentlich auch nicht wusste. Ne? Also ja. Ich wollte einfach beten. Das war so ein Bauchgefühl einfach, ja, so der innere Drang. Aus dem Bauchgefühl. Ja. Und sie hat dann auch mitgemacht. Ja. Und das war exakt 7 Tage, ja, bevor ich die Schahade gesprochen habe, weil ich mir selbst die Zeit geben wollte. Ja. Ja? Ich wollte nichts überhasten. Ich habe gedacht, okay, ich warte jetzt zu. Nicht, dass ich jetzt dann die Schahade spreche und dann passt das Gefühl nicht. Ja. Ja, das ist ja trotzdem ausschlaggebend. Es war so eine, es muss eine wohlüberlegte Entscheidung sein. Genau, ne? Es beeinflusst genau das Leben letzten ganz Endes. Ganz genau, so ist ja es. Und jeden Tag ist mir etwas passiert. Jeden Tag ist ein Unglück geschehen. Ja. Ja, am 6. Tag musste ich ins Krankenhaus nähen fahren. Am 5. Tag habe ich mir den Fuß verstaucht. Am 4. Tag habe ich mir die Hand geprellt. Es war jeden Tag etwas. Das war unglaublich. Und am 7. Tag ist mir nichts geschehen. Und da habe ich so den Eindruck gehabt, ich habe das Spiel gewonnen. Okay. Am Anfang. Ja. Ja? Also irgendwie war da eine Macht, die was sagte, du bist auf den Irrweg. Ja. Ja, sieh zu, jeden Tag hast du gebetet und jeden Tag ist dir etwas geschehen. Ja. Lass die Finger davon. Ja. Ja, und am 7. Tag ist nichts geschehen und das war für mich der Grund, Shaitan, wer wird jetzt gewinnen? Ja. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich die Schahade sprechen, jetzt ist Shaitan auf Abstand. Das war die Kämpfermentalität in genau dir. Ja, sehr ja schön. Und das war auch für mich selbst unfassbar, ja, dieser Moment. Als ich die Schahade gesprochen habe und ich sie online gestellt habe, mit der Absicht. Hast du sie eigentlich alleine gesprochen oder war deine Frau schon im Klaren, okay, du sprichst jetzt auch wirklich das Glaubensbekenntnis des Islams? Meine Frau hat es gewusst. Ja, okay. Ja? Aber ich habe mir auf YouTube einen Titel spielen lassen, ja, der sagt, sprich mir nach, das ist die Schahada. Ja. Ja, das habe ich auch gemacht. Ja. Und ich habe sie dann veröffentlicht mit der Absicht, dass die Kämpfer, die Gegner und die Manager wissen, er kämpft jetzt nicht mehr gegen Muslime. Ja. Das war die Absicht. Ich war aber auch auf das Schlimmste eingestellt, auf eine Entrüstung und Schockwelle Shitstorm und alles Mögliche. Und alles Mögliche. Ja, auf das Schlimmste, ja, war ich eingestellt. Also als würde ich in den Krieg ziehen. Ja. Ja. Und als ich die Schahada gesprochen habe, war es für mich auch so. Ich bin jetzt Khalid. Ja. Ja. Von Khalid bin Walid. Das war für mich so, was soll mir jetzt noch passieren? Dann geht's ab ins Paradies, inshallah. Inshallah, ja? Inshallah. Und dann hat's begonnen. Alhamdulillah. Und war der Shitstorm auch wirklich da oder waren es mehr positive Rückmeldungen, die du vielleicht erfahren durftest? Nein, natürlich positiv. Alhamdulillah. Überwiegend positiv. Ja. Es gab natürlich auch vereinzelt negativ,
wo ich mir aber aufs Hirn gegriffen habe, wo ich mir gedacht habe, wo kommt das jetzt her? Ja. Ja? Du bist ein Verräter und du gehörst geköpft und also noch radikaler krass als wahrscheinlich irgendwelche Islamisten. Ja. Ja? Ja. Aber ja, das war gut wegzustecken für mich, das war kein Problem. Wie war das so für dein näheres Umfeld? Vielleicht enge Freunde, die du hattest, wie sind die damit umgegangen? War das etwas, wo man gesagt hat, ja, das hat man gemerkt, es bahnt sich da langsam an, oder war das so komplette Entrüstung auf, ey, warum hast du nichts erzählt? Das war, naja, hier im Kampfsportstudio hatte ich auch einige, die sich nach meiner Schahada nicht mehr blicken ließen. Okay. Die habe ich dann 3 Tage später zufällig im Supermarkt getroffen. Ja. Und ich habe noch gehupt und habe ihnen noch gewunken und kam nichts. Und keine Rückmeldung. Das gibt's nicht. Auto eingeparkt, bin ihnen nachgegangen. Ja. Habe sie zur Rede gestellt, sage ich, was los? Ah, hallo Willi. Ja. Sag ich, haben wir jetzt irgendwie ein Problem oder weil ich jetzt muslimischen Glauben angenommen habe? Ja. Nein. Sag ich, trainieren kommt ja auch nicht mehr, was ist los? Ja. Und nein, wir haben momentan viel Stress und so. Ja, aber nichtsdestotrotz, wer nicht will, hat schon. Und so war es für mich eigentlich gut vertretbar, dass sie auch nicht mehr kommen. Ja. Ja, fertig. Und seitdem ist auch Funkstille, sag ich mal. Absolute Funkstille, natürlich. Krass. Ja. Und die Schwiegereltern, den Schwiegervater, habe ich es an seinen Geburtstag erzählt. Tolles Geburtstagsgeschenk wahrscheinlich für ihn war gewesen. War super. Ja. Meine Frau hat ihn ohne mein Wissen ein paar Stunden vorher angerufen. Ja, gesagt, sehr gut. Papa, pass auf. Heute platzt die Bombe. Mein Mann muss dir heute was Wichtiges sagen. Ja. Und als ich dann nach hinten ging in den Garten, saß er auch in so einem Hocker wie ich jetzt. So. Ja. Völlig eingeknickt wie ein Fußballtrainer, dessen Mannschaft 10-0 hinten ist. Ja. Ja. Und ich sage ihm, Erwin, wir müssen reden. Ja, ich weiß, ich habe schon irgendwas gehört. Ja, ich mach es mal gemütlich, ja. Trink mal ein Bier. Ja. Und dann habe ich ihm erzählt, was los ist. Und ja, natürlich war der Schock kurz mal riesig. Sie haben sich zu dieser Zeit auch eine Netflix-Serie angeschaut über Islamisten und alles Mögliche. Okay, interessant, ja. Und dadurch hatten sie schon ein gewisses... Ja, na, das war katastrophal. Ein kaputtes Bild über den Islam. Katastrophal für die. Ja. Er hat mich dann 5 Tage später angerufen und gesagt, er hat jetzt eigentlich 5 Tage wach geschaut. Ja. Ja, konnte nicht mehr schlafen, um Sorge, um seine Tochter, dass wir in den Dschihad ziehen oder... Sonst irgendwas. Ne? So verzerrt war das Bild über den Islam. So verzerrt war das Bild. Und hat sich aber auch gelegt dann und ja, inzwischen akzeptiert cool. Und ist alles in Ordnung. Alhamdulillah, sehr schön. Vielleicht für einige, das waren so ein paar Randinfos, die du auch schon in deinen YouTube-Videos erzählt hast. Nicht jeder vielleicht von den Zuschauern kennt das oder hat sich die angeguckt. Vielleicht bist du auch für manche eine ganz neue Person, wo sie halt noch gar nicht wissen, wer du genau bist. Vielleicht, wenn man so ein paar Jährchen mal zurückgeht, vor deiner Konversion zum Islam, wann war so deine, wie war überhaupt dein Werdegang? Wie bist du groß geworden, vielleicht so in einer Kurzform, sage ich mal? Mhm. Wann waren so die ersten Berührungspunkte zum Muslimen vielleicht wahrscheinlich erstmal und dann irgendwann wirklich zum Islam wirklich? Ja, die Kurzfassung, Mutter vor meinen Augen gestorben, Pflegeheim, Pflegeeltern, mit 15 begonnen zu leben, Lehre begonnen und da hatte ich den ersten Kontakt zu Ausländern. Ja. Ja, also ich bin auch dann tatsächlich mit Ausländern groß geworden, mit Serben, Türken, Bosniaken. Ja. Das war damals gemischt. Ne? Durchmischt, ja. Ja, und wir waren halt eine wilde Gruppe und habe dann begonnen, das Leben zu leben, ausgezogen, Straße, Schlägereien, alles Mögliche. Durch die Bank habe ich einfach nichts ausgelassen. Und meine letzte Haft, die habe ich abgesessen, 3,5 Jahre habe ich bekommen. Und im Knast hatte ich so den ersten Kontakt zu Muslimen, die was mir auch irgendwie dazu geraten haben, na, ich sollte doch, wenn ich Lust drauf habe, vielleicht mal islamische Broschüren lesen. Interessant. Ja? Diese erste Berührung hat also im Gefängnis sozusagen stattgefunden. Genau. Ja. Und da, ja, da hat mein Interesse dann richtig begonnen. Ja. Das Problem war aber, dass
dies zu der Zeit vom, des, der Anfangszeiten vom Islamischen Staat war. Das heißt ungefähr 2013, 2014. Genau. Und ich habe erst später gemerkt, in welche Richtung das Ganze geht. Ja. Ja, also das war die, der radikale Einschlag. Ja. Auch im Spazierhof, wenn ich irgendwie gesehen habe mit einer Coca-Cola-Dose, bin ich hingegangen und gesagt, Bruder, du weißt wohl nicht, dass für jede verkaufte Coca-Cola-Dose ein palästinensisches Kind stirbt. Ja. Ja, also das ging, das waren halt so die Gerüchte, mhm. ja, was man gestreut hat im Knast. Und der Hass war riesig auf Andersgläubige. Ja. Und das war auch der Grund für mich, dass ich dann irgendwann begonnen habe, mich zu distanzieren wieder. Erstmal wieder Abstand gewinnen. Wieder Abstand gewinnen. Ich bin dann in den Freigang gekommen und habe mich dann vom Islam komplett entfernt. Also ich war enttäuscht. Ja. Ja. Ich war riesig enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, das ist der Islam. Und da spiele ich nicht mit. Ja. Ja. Und dann kam natürlich die Zeit im Knast, nach dem Knast, die riesige Flüchtlingswelle. Ja. Ja, wo es geheißen hat, Europa wird islamisiert und alle Flüchtlinge müssen raus und Massenvergewaltigungen an unseren Kindern und Frauen, das etc. etc., was so abgespielt wird in den Nachrichten. Ne? Und auf diesen Flügel bin ich aufgesprungen. Okay. Ja, ja. Habe auch die FPÖ gewählt, habe auch gesagt, ja, es ist wirklich dramatisch, was da passiert. Unsere Frauen sind ungeschützt und meine Nichte selbst war zu diesem Zeitpunkt mit einem Afghaner zusammen. Ja. Der war 32, sie 14 und der hat sie dann mitgezehrt auf Drogen, auf dies und das, hat sie geschlagen. Das hat meinen Hass natürlich noch mehr geschürt. Ja. Das heißt, du bist so von einem Extrem zum nächsten Extrem genau. wieder. Ganz genau. Und da war ich noch in Linz zu dieser Zeit. Ja. Ja. Und bin dann aber nach St. Pölten gezogen. Okay. Mit meiner Frau. Wir haben hier das Kampfsportstudio eröffnet. Alles gut. Und ich habe, wie es so ist, mit MMA viele muslimische Mitglieder. Ja. Und da habe ich gesehen, wie die mit den Eltern umgehen, wie die Eltern mit denen umgehen. Wir haben viel über Islam geredet, über dies und über das, alles islambezogen. Ja. Und das hat mich so inspiriert, wo ich mir gedacht habe, ich kannte vorher nicht den richtigen Islam. Ich gebe der Sache nochmal eine Chance. So. Ja, genau, das ist der Islam. Ja. Und das will ich auch so leben. Ja. Und ich will auch Freundlichkeit, ich will auch leuchten, so wie alle anderen. Ja. Ja, ich will auch ein Teil davon sein. Und ich glaube ja daran. Ja. Das war ja nie das Problem. Ja. Und das war für mich der Grund, dass ich wieder ins Beten begonnen habe. Auch so vom zeitlichen Abstand her gab es, also es war wirklich sehr nah beieinander alles, dass du hier die muslimischen Mitglieder hast und dann gesagt, es gibt der Sache nochmal eine zweite Chance. Ganz genau. Das ist der Islam, wie man ihn oder wie er eigentlich ist. Ja. Ne, Barmherzigkeit zu den Eltern zu haben, etc. pp. Genau. Und dass das dich einfach wieder so, ich sag mal, berührt hat oder beeinflusst hat. Ja. Ne, weil, was du sagst, man darf das ja nicht unterschätzen. In dieser ganzen Zeit, wo du dich für diesen Weg entschieden hast und auch, das merkt man ja letzten Endes an der, an der vielleicht Empörung, Enttäuschung, Trauer, Angst, die dein Schwiegervater ja auch in sich getragen hat. Die Medien haben ja die ganze Zeit ihre Arbeit gemacht. Ne? Ja. Es gab in Österreich das Burka-Verbot, also die komplette, das Verbot der kompletten Gesichtsverschleierung. Genau. Es wurde hart diskutiert, das Kopftuchverbot an Grundschulen, was dann wieder aufgelöst wurde. Aber es war halt in der Debatte, es stand im Raum, das Islamgesetz, die Islamlandkarte, die sie neuerdings gemacht haben. Es war ja so eine ganze Kampagne, sage ich mal. Und in dieser Zeit hast du trotzdem dich für den Weg des Islams entschieden. Ja. Wie konntest du das alles für dich selber ausblenden? Hat dich das gar nicht berührt oder konntest du es wirklich für dich ausblenden und einfach sagen, nein, das ist Lüge, das ist nicht wahr. Ich sehe den Islam an diesen Leuten, ich sehe, wie sie leben, ich sehe, wie sie mit ihren Eltern umgehen und was eigentlich wirklich Islam bedeutet. Ja, genau so ist es. Ja, es gibt so oder so gibt es schwarze Schafe hier und da. Ja, da braucht man gar nicht diskutieren. Natürlich gibt es auch extremistische Elemente, im Islam als auch im Christentum oder bei den Nichtgläubigen. Das findet man überall. Ja, das hat ja gar nichts mit der Glaubensrichtung zu tun, sondern entweder bist du ein Extremist oder du nimmst es auf als normaler Mensch. Ne? Ja. Und der liebe Gott hat uns jeden ein Gehirn geschenkt, damit wir denken können. Ja, richtig. Ja, und der eine nutzt es mehr, der andere nutzt es weniger. Richtig. So ist das leider. Das ist leicht erklärt. Ja. Und ich habe das Talent bekommen, dass ich, oder die Gabe,
zu einem gewissen Zeitpunkt hat der liebe Gott mir meinen Hirn einen Tritt gegeben und gesagt, so, jetzt fangen wir zum Denken an. Alhamdulillah. Ja? Alhamdulillah. Und so. Das war letzten Endes so, ja, die Möglichkeit für dich, den Islam anzunehmen und Alhamdulillah die beste Entscheidung deines Lebens zu treffen. Ja, ja. Alhamdulillah. Es, wie gesagt, diese Kriegermentalität hatte ich eh schon immer. Ja. Wir haben, kurz nachdem ich konvertiert bin, haben mich einige Kämpfer angeschrieben, weltweit, die was gesagt haben, du warst immer schon ein Muslim. Sag ich, wieso? Du hast keinen Gegner gescheut, dir war es egal, ob Niederlage oder Sieg, du wolltest einfach kämpfen, du hast diese Kämpfermentalität. Ja. Und wenn du jetzt noch den richtigen Glauben auch noch hast, ja, Alhamdulillah, dann bist du ein Muslim. Alhamdulillah. Das heißt, positives Feedback für dich. Ja, extrem. Gerade aus, ja, von anderen Sportlern. Man weiß, der Sport hat bei dir im Leben gerade ja einen großen Platz ein. Und auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ne, fördert das ja. Man kennt, es gibt viele Ahadith darüber. Es gibt den einen Hadith, wo der Prophet beispielsweise sagt, dass der starke, gläubige Muslim geliebter ist bei Allah als der Schwache. Mhm. Ne, und dementsprechend, der Islam fördert sportliche Aktivitäten oder allgemein sich fit zu halten etc. pp. Was bedeutet dieser Sport für dich? Ja, dieser Kampfsport. Wie lange betreibst du? Was bedeutet dieser Sport für dich in deinem Leben, in deinem Alltag? Was hat er dir gegeben? Ich habe begonnen 2006 mit diesem Sport. Ich kam ja von der Straße. Ich war ein Straßenschläger. Und als ich das erste Mal auf einem Event gesehen habe, wie es abläuft, das war für mich da stand nichts irgendwie im Raum, okay, das will ich nicht machen oder ist mir zu gefährlich, sondern das war genau das, was ich machen möchte. Ja. Ja? Also ich habe vorher keine Kampfsportart betrieben, sondern ich hatte einfach wahrscheinlich ein Aggressionsproblem, würde ich sagen. Ja? Ja. Und da konnte ich ans Limit gehen, angefangen beim Training bis zum Kampf selbst dann. Ja. Und das ist auch eine Entwicklung, ist auch ein, ja, Werdegang. Du fängst, ja, an bei Null und entwickelst dich weiter und weiter. Das ist wie im Leben eben. Ne? Ja. Aber es gibt dir eine Richtung, du musst stabil bleiben. Ja, man muss dranbleiben, ne? Kontinuierlich, ja, dranbleiben. Genau, man kann muss nicht kontinuierlich immer, dranbleiben. Immer seine neuen Grenzen erfahren, genau, und so weiter, genau, und so fort. Es beginnt bei der Ernährung, es beginnt bei deinem Schlafrhythmus, es beginnt bei deinem Lebensstil. Wie gesagt, du musst dein Leben danach ausrichten. Ja. Ja? Und oft kam es aber auch in meinem Leben vor, dass ich mich nicht daran hielt und dann ging es halt wieder mal ab in den Knast. Ja. Aber im Knast hat es mich aufrecht gehalten. Ich war keiner von denen, die gejammert haben oder depressiv wurden und sagen, oh, jetzt ist mein Leben vorbei, sondern ich habe mich aufgerappelt, habe gesagt, okay, jetzt muss ich wieder drei, vier, fünf Mal am Tag trainieren. Ja. Damit, wenn ich rauskomme, wieder weitermachen kann. Ja. Ja. Du hast auch vorhin ja erzählt gehabt, dass auch wenn du keine Showkämpfe mehr machst jetzt, dass du trotzdem noch am Training bist und dass es dir so Energie gibt. Ne? Genau. Du hältst dich fit, es gibt dir ganz Energie, genau, es hilft dir einfach durch den Alltag zu kommen. Ja. Das heißt, dieser Sport nimmt bei dir einen großen Platz ein. Du warst Profikämpfer, mhm, das schafft auch nicht jeder, sage ich mal. Mhm. Umso, inshallah, und der Lohn liegt bei Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass du gesagt hast, ich mache keine Schaukämpfe mehr, mhm, weil es einfach islamrechtlich, mhm, nicht ganz legitim ist oder der, mhm, Islam, was heißt nicht ganz, der Islam verbietet es, anderen, mhm, Leuten ins Gesicht zu schlagen, diesen Schaden, wir kennen die Ahadith darüber, ja, wo der Prophet es verbietet, ins Gesicht zu schlagen oder dergleichen, den Schaden zu verursachen. War das ein Ring mit dir selber, diese Entscheidung zu treffen, oder ist es ein Ring bis heute, oder fiel es dir leicht, diese Entscheidung zu treffen? Zu sagen, ich schließe damit ab, warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich darf es nicht. Und ich halte mich fit, ich mache den Sport gerne weiter und ich mag den Sport, aber ich werde keine Showkämpfe mehr machen. Ich habe noch immer das Bedürfnis, mich mit anderen Wettkämpfern zu messen. Mhm. Ja, da geht es gar nicht darum, dass ich, heute habe ich kein Aggressionsproblem mehr, heute bin ich im Reinen mit mir selbst. Alhamdulillah, heute, ja, geht es darum, okay, ich habe in meinem Leben viel Zeit versäumt, die habe ich jetzt nachholen können. Ja. Jetzt bin ich klar in meinem Kopf, ich stehe klar im Leben, ich habe eine klare Richtung, das ist der Islam. Ja. Ja, die Schläge auf den Kopf sollten nicht sein. Weil was ich interessant fand, als ich von der ganzen Sache mitbekommen habe, weil halt gerade dieser Sport für dich sehr viel bedeutet und du dann ja den Gedanken hast oder gesagt hast, dass du ablässt von Showkämpfen. Es gibt eine Aya im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagt, ihr werdet nicht eher vollkommene Güte
erhalten, wenn ihr von dem gibt, was ihr liebt. Mhm. Und interessant ist, als der Prophet a.s.w. in einer Khutba diesen Vers offenbart bekommen hat und ihn ausgesprochen hat, ist Abu Talha, einer der Sahaba, radiallahu an, ist sofort zum Propheten sallallahu alaihi wasallam geeilt. Denn er hatte eine Sache, die er unglaublich geliebt hat. Und er war sich selber bewusst, ich liebe diese Sache einfach unglaublich. Und er ist zum Propheten a.s.w. gegangen und meinte, ja Rasulallah, ich liebe meinen Garten. Ich liebe meinen Garten unglaublich. Und es wird auch überliefert, dass er einen sehr, sehr schönen Garten gehabt hat. Einen sehr, sehr schönen Garten gehabt hat. Und er meinte, ja Rasulallah, als ich diese Ayah hörte, bin ich sofort zu dir gekommen, zu sagen, ich will ihn spenden für Allah und für dich, für den Gesandten Allahs. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich gefreut und er sagte, ich finde, du solltest ihn deiner Familie schenken oder spenden und sie sollen sich untereinander aufteilen. Mhm. Und so hat der Sahabi es gemacht. Yani, dieses Verständnis der Sahaba und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ansatzweise wie sie sein lassen. Sie waren unglaublich. Dieses Verständnis, eine Ayah zu hören und sofort zu schalten und zu sagen, ich reagiere auf diese Ayah. Allah verlangt von mir, oder beziehungsweise Allah wird mir erst richtige Güte geben, wenn ich Opfer von dem, was ich liebe. Mhm. Nicht, wenn ich irgendwas gebe. Mhm. Nee, wenn ich könnte es leicht sagen, ja, ich höre auf mit Sport für Allah. Dieser Sport bedeutet mir nicht so viel wie dir. Aber wenn jemand für sich selber sagt, diese Sache, die ich liebe, ich opfere sie für Allah subhanahu wa ta'ala, ich opfere sie für den, der mich erschaffen hat, nur in der Hoffnung, und das hat der Abu Talha auch zu Rasulullah s.a.w. gesagt, er sagte, ich habe die Hoffnung auf Allahs Lohn. Mhm. Und der Prophet s.a.w. sagte, den Lohn wirst du erhalten. Dass das so etwas Verblüffendes ist, etwas wirklich sehr Inspirierendes ist für uns, zu verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Ja, und das macht es so unglaublich. Ja, richtig. Ja, genau das hieß es. Richtig, ja. Das macht dann immer wieder so sprachlos und inshallah motiviert es uns genau auch diese Dinge, die wir lieben. Ne? Und alles hat seine Berechtigung. Ja. Ne? Zeit mit der Ehefrau hat seine Berechtigung im Islam, Zeit mit den Kindern, alles hat seine Berechtigung. Ne? Und Allah nennt diese ganzen Dinge und sie sind erlaubt und sie sind wirklich schöne Dinge. Aber wenn du sie meinst, gerade weil du sie so sehr liebst, wenn du sie opferst, für Allah sagst und sagst, hey, dafür, für diese Zeit lerne ich eigentlich mir mehr Wissen an oder versuche mich, ja, ich versuche ein Teil dessen zu sein, diese Botschaft zu verbreiten, auch anderen dieses Geschenk zu übergeben, gerade für dich als Konvertit, sage ich mal, du hast eine ganz andere Emotion dazu. Ne, gebürtige Muslime sind damit groß geworden. Mhm. Aber dass man sich sagt, ey, ich möchte dieses Geschenk auch weitergeben und dass Allah subhanahu wa ta'ala dafür Güte gibt und inshallah reichlichen Lohn gibt. Das war, als ich das gehört habe, es hat mich an diese Geschichte erinnert gehabt. Ich finde, jeder sollte sich ein Beispiel daran nehmen. Wir sollten uns alle ein Beispiel an dieser Geschichte nehmen und sagen, lasst uns für Allah von dem opfern, was ich liebe. Ja. So, darum geht es letzten Endes. Ja, genau. Darum geht es letzten Endes, ja. Was ist so für dich selber? Was ist so für dich selber, wenn du jetzt den Islam betrachtest? Ich habe, Alhamdulillah, du hast diesen Weg zum Islam gefunden. Und ich denke, Alhamdulillah, so wie ich dich heute erlebt habe, du bereust diese Entscheidung nicht. Alhamdulillah, du bist glücklich, also so wie ich dich erlebe mit dem Islam, wenn du über ihn sprichst, man sieht diese Liebe, diese Leidenschaft gegenüber dem Islam in dir. Hast du für dich Pläne, dass du beispielsweise sagst, ich habe einen gewissen Bekanntheitsgrad und irgendwie möchte ich ihn nutzen, um dafür etwas für Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten zu machen. Ja. Nimm mal, es ist nicht ausgeschlossen, dein Video ist viral gegangen. Also weltweit, von nach Indonesien und auch europaweit, wurde es in den Social Media rübergeschickt und jeder hat es gesehen. Du bist eine bekannte Person, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, du bist nicht wie ich. Hast du für dich selber mal den Gedanken gefasst oder hast du mir darüber Gedanken gemacht, dass du gesagt hast, doch irgendwie will ich dieses Potenzial, was ich bekommen habe, nutzen und wenn ja, wie? Wenn ich es realisiert habe, dass ich jetzt nicht mehr der Willi Ott bin, sondern jetzt Khalid Ott und eine bekannte Person bin. Wenn ich es realisiert habe, was ich noch nicht habe, sage ich dir ganz ehrlich, ich gehe durch die Straßen, ich fühle mich noch immer so wie vorher, nur glücklicher. Ja? Das ist ganz, ganz seltsam zum Beschreiben. Ganz seltsam. Ja. Ich wollte dich gerade fragen, kannst du das beschreiben? Das ist ganz seltsam. Es ist einfach komisch. Ja. Viele denken sich vielleicht jetzt, ich will auch so wie Khalid sein. Ja. Ja.
wobei ich mir vielleicht denke, ich will so sein wie der. Ja? Ja. Und schwer zu beschreiben, aber die Bekanntheit, ich möchte sie natürlich früher oder später nutzen. Ja, spätestens nächstes Jahr, inshallah. Inshallah. Damit ich helfen kann, wo vielleicht Hilfe gebraucht wird. Ja. Ja? Unser Ziel ist es zum Beispiel, nach Indonesien zu fliegen. Ja. Ja, und dort sich mal in den Slums umzusehen. Und auch unter den Armen gibt es noch Ärmere. Und von den noch Ärmeren gibt es die Ärmsten. Ja. Wo man sich denkt, okay, der ist wirklich kurz vorm der hat nichts. Abtreten. Ja. Der braucht Hilfe. Und das ist so unser Ziel. Alhamdulillah. Ja. Alhamdulillah. Etwas zurückzugeben für Allah subhanahu wa ta'ala. Genau, das ist so unser Ziel. Und Instagram ging ja anfangs durch die Decke. Ich hatte ja die erste Woche pro Tag 15 Millionen Zugriffe. Ja. Also das war ja... Das ist unglaublich. Du hast vorhin schon erwähnt gehabt, du dachtest, das ist ein Virus. Ich habe es nicht realisiert können. Ja, ich habe das Handy dann weggelegt, habe gesagt, na, das stimmt das nicht. Ja. Ja, die Welle der Schockierung kam nicht. Dachte, na, da läuft was falsch. Und dann hat sich Al Jazeera auch noch gemeldet. Ja. Und da dachte ich sowieso, das ist ein Fake, ne? Ja. Bis und es dann, war wirklich Al Jazeera? Es war wirklich Al Jazeera. Die haben zweimal mit uns Interviews gemacht, ne? Ja. Und unglaublich. Mein Nachbar ist Afghaner. Ja. Und er war vor kurzem bei seiner Familie zu Hause und hat gesagt, Khalid ist mein Nachbar. Die glaubt ihm das nicht. Ja. Nein, das ist nicht dein Nachbar. Ja. Er hat mir das erzählt. Er sagt, hey, Habibi, mach mir ein Foto und schickst du es deinen Verwandten. Ne? Die glauben es heute noch nicht. Nein, das ist fake. Ja. Ja, also das ist für mich was ich noch nicht fassen kann. Ja. Ja. Und ich will mich aber auch in dieser Rolle gar nicht zu wohl fühlen. Ja. Ja. Mich haben viele Bekannte angeschrieben und gesagt, hey, Khalid, kannst du ein Foto von mir posten, dass ich meine Instagram pushen kann? Von Anfang an habe ich jedem gesagt, ich will, dass jeder in diesem Licht steht. Ja. Es war nicht, dass ich jetzt gesagt habe, okay, du kommst, du und du. Nein. Plötzlich waren Leute da, mit denen, was ich nie Kontakt hatte. Mhm. Auf meiner Hochzeit waren Leute, 90% kannte ich vorher nicht. Ja, aber ich habe sie eingeladen. Ich habe gesagt, ich will, dass sie alle in diesem Licht steht. Ja. Jeder soll diesen Moment mit mir teilen. Ja. Es ging nicht um nur, also es ging gar nicht um dich selber. Nein. So, ne? Nein, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ja. Ja, ich habe da auch keinen Bock drauf. Und auch wenn sich heute kaum mehr Leute melden, es ist mir egal. Ja. Es ist, ich habe mir persönlich nichts vorzuwerfen, weil ich habe alles geteilt, was ich hatte. Ja. Und ich würde es wieder tun. Und morgen würde ich es wieder genauso tun. Und wenn ich morgen erst heiraten würde, ich würde euch alle einladen. Ich würde sagen, kommt vorbei. Und auch wenn wir uns dann nie wieder hören, es war dieser Moment, den was wir gemeinsam genossen haben. Alhamdulillah. Das ist eine schöne Einstellung. Ja. Das ist eine schöne Einstellung. Gerade, dass du auch jetzt im Nachhinein sagst, du würdest es immer wieder machen. Früher war ich nicht so. Ja. Ja, früher war ich, hey Bruder, ich habe das und das für dich gemacht und jetzt schuldest du mir was. Na, du schuldest mir gar nichts. Ja. Ja, wer bin ich? Dass ich von dir sage, ich schulde dir was oder du schuldest mir was. Steig in den Flieger, flieg rauf über die Wolken und dann schau mal runter. Und dann sind wir nur kleine Ameisen. Mhm. Wir sind nur so ein, wir sind kleine Lebewesen, die was glauben, wir können irgendwas Großartiges verändern. Nein, wir können gar nichts verändern. Richte dich nach einem Buch. Ja? Mhm. Wenn du das machst, dann wirst du sehen, dass du um einiges viel, viel leichter leben kannst und viele Situationen viel leichter wegstecken kannst. Alhamdulillah. Weil einfach im Koran sehr viele Lehren für uns sind, für unser Leben sind. Ne? Die ganzen Inhalte, die der Koran uns mitgibt. Aber auch diese Ruhe, die man ins Herz bekommt. Ne? Auch die Überlieferungen, die ganzen Hadithe. Ja. Ja? Ich lese sie. Ich bin keiner, der was jetzt sagt, ich lese jeden Tag. Ja. Ja? Ich lese einmal in der Woche. Ja. Ja? Aber das bleibt dann im Kopf. Alhamdulillah. Ja? Du sollst doch nicht übertreiben. Ja. Steht auch geschrieben. Ja. Letztendlich geht es darum, das, was man lernt, umzusetzen. Genau. Ja, man kann den Koran sogar auswendig können. Ja. Aber wenn du nichts davon lebst und vielleicht noch nicht mal deine Gebete verrichtest, was bringt dir all das? Ja. Letzten Endes geht es darum, das, was wir haben oder das, was wir wissen, praktisch umzusetzen. Genau. Und dafür wird Allah subhanahu wa ta'ala uns auch letzten Endes zur Rechenschaft ziehen. Ja. Ein Schüler von mir hat gestern auf Instagram was gepostet, geschrieben, es hat jemand den Koran gelesen und am nächsten Tag hat er sich aber nicht danach verhalten. Ja. Und er wird die größte Strafe erhalten.
Warum lest du den Koran, wenn du dich am nächsten Tag nicht so verhältst? Ja. Das ist ja dann auch irgendwie heuchlerisch. Aber da sind wir dann wieder bei dem Punkt, urteile nicht. Ja. Denn wer bist du? Ja. Er muss es wissen, nicht du. Was wir machen können, ist nur den Leuten diese Botschaft nahezulegen. Genau. Und das war der Grund, als ich gesehen habe, wie die Familien untereinander sind. Ja. Das war ein Grund für mich, dass ich gesagt habe, das muss der wahre Islam sein. Ja. Und mein erster Ramadan, ich war eingeladen bei Familien, die ich nie kannte. Ja. Und das war ja unglaublich. Arabische Familien, Großfamilien, wo plötzlich 30 Leute da sitzen. Ja, die Mutter mit einem großen Säbel durch die Küche läuft und das Fleisch für die Leute aufschneidet. Maschallah. Und da spürst du diese Liebe. Ja. Das kannte ich vorher nicht. Wahrscheinlich einer der bewegendsten Ramadan, die du dann so hattest. Ja, ne? Inshallah. Das war unglaublich, weil als Christ war mir Ramadan bekannt, ja. Essen und nicht essen. Das war für mich so der Ramadan, ne? Ja. Aber dass es da um mehr geht. Diese Süße schmeckt man erst, wenn man dabei ist, ne? Ja, das war unglaublich. Was noch dabei, was noch dazugehört im Ramadan einfach. Genau. Jazakallah khairan für deine Zeit und dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch, dass wir uns austauschen durften, ne? Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich auf diesem Weg festigen, dich und deine Familie. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dich noch zu jemandem werden lassen, der sich für diese Botschaft einsetzt und zu den Bewohnern des Paradieses gehört. Amin. Barakallahu fiik, Habibi. Danke dir fürs Kommen. Und inshallah sieht man sich wieder. Dass wir uns bald wieder sehen. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.